Also, warum sind Sie hier? Sagen Sie mir, was ist der Grund Ihres Erscheinens? Weil meine Eltern es so wollen. Gut, warum wollen deine Eltern das? Ach, tun Sie jetzt nicht so, als wenn Sie nichts wüssten. Claire, ich weiß von gar nichts. Ah, ganz bestimmt. Meine Eltern haben also nichts erzählt? Nein, rein gar nichts. Dann wissen Sie wohl nichts von meinen Noten, meinen Freunden und von meinem Fluchtversuch wohl auch. Claire, es ist gesetzlich geregelt, dass ich Informationen über dich nur von dir erfahren darf. Ja, als ob ich Ihnen das jetzt glaube. Sie sind genau so wie meine Eltern. Claire, inwiefern bin ich wie deine Eltern? Lehrer, Anwälte, Therapeuten, ihr Bürokraten seid doch alle gleich. Claire, sagen wir, ich sei ein Bürokrat. Was wäre schlimm daran? Ihr Bürokraten zwingt jeden so zu sein wie ihr. Und wenn jemand nicht in euer Bild passt, ist er gleich weniger wert. Geringverdiener, Untermenschen, sowas sind sie denn für euch, oder? Wer sagt das denn? Einfach jeder. Meine Lehrer, meine Mitschüler, meine Eltern. Einfach jeder von euch scheiß Bürokraten. Deine Eltern wollen also, dass du einen eher gemeineren Job bekommst. Ja, natürlich. Und ich muss alles erbringen. Ich muss nett sein, ich muss höflich sein. Und ich muss gute Noten haben. Und wenn ich einmal nicht die absolute Bestleistung erbringe, bin ich sofort eine Enttäuschung. Und du willst nichts in die Richtung machen, richtig? Ja, natürlich. Aber das spielt ja keine Rolle für die. Hauptsache, meine Eltern können stolz sein. Claire, wenn ich dich frage, was du am ehesten werden möchtest, was kommt dir als erstes? Was spielt das für eine Rolle? Bitte beantworte die Frage. Nicht überlegen. Ja, aber... Claire, einfach beantworten. Okay. Okay. Ich will Schauspiel. Schauspiel? Schön. Hast du das schon mal gemacht? Früher, ja. Ich war in einer Gruppe. Wir waren sogar ziemlich gut. Und dann haben meine scheiß Eltern mich rausgenommen, weil sie sagen, meine Noten würden darunter leiden. Und das wolltest du nicht mehr mitmachen? Natürlich nicht. Irgendwann reicht es. Weggerannt. Wohin denn? Nach Bremen zu einer alten Freundin. Wie lange warst du dort? 5 Tage. Und wie war das? Oh, es war die schönste Zeit meines Lebens. Ich konnte aufstehen, wann ich wollte. Ich konnte schlafen gehen, wann ich wollte. Ich habe von morgens bis abends nur gespielt. Wo hast du geschlafen? Bei meiner Freundin. Bis was? Claire? Bis ihre Eltern es herausgefunden haben. Die haben meine Eltern angerufen, die das Jugendamt, und die haben mich dann nach Hause gebracht. Und wie hast du dich dabei gefühlt? Wie bitte? Wie ich mich... Ich bin ins Exil zurückgegangen, an den Ort, wo ich 100% leisten musste und trotzdem nicht genug war. Der Ort, wo nur Leistung etwas zählt und wie es mir geht, vollkommen egal war. Ja, Claire, wie hast du dich gefühlt? Keine Ahnung. Wie fühlt man sich dann? Traurig, verletzt, wütend. Claire, es sind deine Gefühle. Du fühlst sie. Was die anderen fühlen würden, ist erstmal egal. Ganz ehrlich, ich war komplett emotionslos. Für diesen Moment hatte ich jegliche Emotion verloren. Dann wurde sie von einer radioaktiven Spinne gebissen und spinnt bis heute. So Leute, dann erstmal Hallöchen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ist ein wenig komisch, das am Ende des Videos zu sagen. Heute habe ich mal etwas Neues ausprobiert. Ich wollte einfach mal eine schöne Geschichte teilen. Das war eine Kurzgeschichte von dem Leben von Claire. Er schreibt seit Jahren immer mal wieder kleine Kurzgeschichten zu ihr. Und in der letzten Kurzgeschichte ist sie abgehauen und das spielt ungefähr eine Woche später. Und dann hoffe ich, hat euch das Video gut gefallen und ihr bekommt von mir ein raues Ciao.